Also, hier sind wir auf der schönen vierten Bahn im Golfclub Schloss Egmating. Einen Inselgrün mit viel Wasser umgeben. Für viele ein Horrorloch. Für mich ein der schönsten Loch auf diesem Golfplatz. Warum? Weil es stört mich das Wasser nicht. Ich kenne meine Distanzen. Der Schlüssel zu Hindernisse aus dem Weg spielen ist zu kennen, wie weit schlagen sie ihre Golfschläge. Hier haben wir 126 Meter, auch dazu leicht bergab. Das ist für mich dann ein Pitching Wedge. Ich kenne meine Weite mit plus minus 5 Meter. Ich habe einen Grün hier mit 25 Meter Tiefe, 30 Meter Breite. Alles muss eigentlich alles gut gehen. Also genießen Sie für einen Augenblick diesen wunderschönen Blick. Holen Sie Ihr Selbstvertrauen und gehen Sie den Schlag an. Also die richtigen Selbstkenntnisse, ein richtiges Stück Selbstvertrauen und Mut. Und Golf kann so einfach sein. Jeder möchte gerne ihren Abschlag weiter schlagen. Und dazu haben wir auch eine Lösung. Der Schlüssel zu weiten Bällen sind lange Ballflug und lange Rollwegen. Das bedeutet möglichst wenig Spin. Um weniger Spin auf den Golfball zu kriegen, müssen Sie den Golfball im Aufschwung treffen. Das heißt, der Golfball muss liegen gegenüber der großen linken Seespitze.